Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder die letzten zwei gelesenen Bücher für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Soulmates, Flüstern des Lichts von Bianca Iosiboni. Ich habe mich schon ganz doll auf dieses Buch gefreut, denn ich bin ein riesiger Fan von Bianca, wie ihr wisst, und ich mag ihre Bücher bisher alle total. Ich habe dementsprechend auch natürlich hohe Erwartungen an dieses Buch gehabt und muss sagen, trotz dass es eine tolle Jugend-Fantasy-Geschichte ist, konnten meine Erwartungen leider nicht zu 100% erfüllt werden. Ich erkläre euch aber erstmal wie immer, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Rain und Rain arbeitet seit dem Highschool-Abschluss in einer kleinen Buchhandlung, dem Butterfly Books, in ihrer kleinen Heimatstadt Divine Creek. Und Rain ist mit ihrem Leben auch sehr zufrieden. Sie hat eine kleine Adoptivschwester, also sie wurde adoptiert von Nora und Nora hat dann noch ein richtiges Kind und sie heißt Emma, ist 7 Jahre alt, zuckersüß und um die kümmert sich Rain auch immer noch mit, ganz liebevoll. Und Rain ist mit ihrem Leben an und für sich auch wirklich sehr zufrieden. Und eines Tages ist es so, dass sie nach Feierabend einen Anruf von ihrer kleinen Schwester bekommt, die ihr mitteilt, dass sie sich alleine auf den Weg nach Hause gemacht hat. Und da es Herbst ist und schon dunkel draußen ist, macht Rain sich natürlich Sorgen und geht ihr entgegen. Und da sie weiß, dass Emma gerne Abkürzungen benutzt, geht sie natürlich diese Abkürzungen lang und hofft, Emma dort anzutreffen. Und schlussendlich landet Rain dann in einer dunklen Gasse, wo sie von einem sehr zwiespältigen Typen angegriffen wird. Als dann noch zwei andere Typen auftauchen und die anfangen, sich zu bekämpfen, kann Rain nicht glauben, was sie dort sieht. Und von dem Moment an ändert sich Rains Leben komplett. Sie wird in eine Welt gezogen, von der sie nicht wusste, dass diese überhaupt existiert und muss jetzt gucken, wie sie mit dem Ganzen zurechtkommt. Und als sie dann auch noch erfährt, dass sie einen Seelenpartner hat, weiß sie gar nichts mehr. Und wie Rain mit dieser ganzen Situation umgeht und was da jetzt eigentlich genau los ist und wer diese Leute in dieser dunklen Gasse waren, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Mehr möchte ich euch zum Inhalt nicht verraten, den Rest müsst ihr selbst herausfinden. Ich kann nur sagen, dass mir die Handlung im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Sie hatte hier und da leichte Schwächen meiner Meinung nach. Also es gab Stellen, wo ich mir von der Handlung her ein bisschen was anderes gewünscht hätte. Die Handlung war teilweise ein bisschen offensichtlich. Was ich aber absolut nicht schlimm fand. Ich brauche nicht immer Handlungen, die komplett verstrickt und verzwickt sind und die man überhaupt nicht kommen sieht. Bei Jugendbüchern finde ich das sogar immer recht angenehm, wenn man schon ein Stück weit weiß, was jetzt kommt. Und ja, ich kann nur sagen, dass die Handlung mir im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Sie hat hier und da ein paar kleinere Schwächen. Ich fand auch gerade zum Ende hin, hatte ich doch einige Logikfehler für mich entdeckt, wo ich nicht so ganz zurechtgekommen bin mit der Handlung. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass mir die Handlung trotz allem wirklich noch gut gefallen hat. Zu den Charakteren kann ich schon sagen, dass ich Rain als Protagonistin in diesem Buch wirklich ganz toll fand. Rain ist eine junge Frau, die sich in ihrem Leben zurechtfindet, die trotz ihrer Vergangenheit, die sie hat, versucht, das Beste aus ihrem Leben zu machen und mit allem zurechtzukommen. Sie kümmert sich liebevoll um ihre Schwester. Und ja, ich finde, Rain ist einfach eine ganz sympathische Person. Und als man dann mit ihr quasi in diese Welt gezogen wird und sieht, wie sie mit dem Ganzen zurechtkommen muss, finde ich, entwickelt sie sich auch in eine ganz, ganz tolle Richtung. Also es gibt auch hier und da so einige Stellen, wo ich mir gedacht habe, ich hätte da jetzt anders reagiert als sie. Aber so ist das nun mal, Charaktere sind halt verschieden. Und ja, Rain als Protagonistin in diesem Buch hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was Rains Gegenpart Cold betrifft, er ist einer der Hauptcharaktere noch mit in dieser Geschichte, muss ich sagen, dass Cold mir nicht so 100% gefallen hat. Er war mir zu undurchsichtig, er hat für mich Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die ich nicht nachvollziehen konnte. Also ich weiß, dass er... Also ich weiß in dem Buch, wie er dargestellt werden sollte und wie das rüberkommen sollte, aber bei mir kam das halt leider nicht an. Also Cold war da leider nicht ganz so mein Fall und konnte mich da leider nicht ganz so überzeugen. Was die Nebencharaktere betrifft, fand ich sie wirklich sehr, sehr gut. Ich mochte Nora, die Adoptivmutter von Rain. Ich fand Emma, die kleine Schwester, wirklich ganz, ganz süß. Die ist purer Zucker. Und auch die anderen Nebencharaktere haben mir gut gefallen, wie die Zwillinge oder halt auch diese Bösen, die in diesem Buch noch mit einer Rolle spielen oder Lauren. Also ich finde, die hat Bianca wirklich sehr, sehr gut kreiert und sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Die Nebencharaktere konnten mich auch wirklich überzeugen. Also ich muss sagen, Charaktere, wie gesagt, bis auf Cold, haben mir eigentlich richtig gut gefallen. Und bei Cold halt, wie gesagt, es war einfach nicht meins. Also bei mir kam das halt persönlich einfach leider nicht an. Kommen wir als nächstes zum Setting. Und zwar spielt ja diese Geschichte in Chicago und in der kleinen Stadt Divine Creek und dann noch in so ein paar anderen Settings, die jetzt so ein bisschen noch mit einer Rolle spielen. Und ich muss sagen, dass Bianca das ganz, ganz toll gemacht hat. Ich konnte mir die Orte gut vorstellen, die Umschreibungen und Beschreibungen auch einzelner Szenen haben mir richtig gut gefallen. Ich konnte mir alles im Kopf wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Diese eine Kirche, die dort beschrieben wurde, fand ich auch wirklich ganz, ganz toll. Also es hat mir auch richtig gut gefallen. Es gab bei manchen Kampfszenen,
16 hatte ich so ein bisschen meine Probleme hinterherzukommen, aber das habe ich öfters in Büchern. Also da habe ich öfters Probleme, mir Sachen vorzustellen, wenn da jetzt irgendwelche Leute miteinander agieren und interagieren und sich kloppen und keine Ahnung. Also da habe ich aber persönlich eher Probleme, also als wie, dass es an dem Buch liegen würde. Der Schreibstil von Bianca hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Ich mochte ihn, es ist ein locker, leichter Jugendbuch-Schreibstil. Man kommt gut durch die Seiten, man bleibt nirgendwo hängen. Ich finde, man kommt sehr, sehr gut durch die Geschichte. Die lockere Weise, wie Bianca diese Geschichte erzählt, hat mir auch richtig gut gefallen. Also ich mochte, wie dieses Buch erzählt wurde. Und im Großen und Ganzen ist Soulmates wirklich eine richtig schöne Jugendbuchgeschichte. Was mir jetzt persönlich aber noch Probleme gemacht hat in diesem Buch, sind die Zeitspannen. Also ich wusste nie so richtig, sind jetzt 3 Tage vergangen, ist eine Woche vergangen, ist ein Tag vergangen. Damit hatte ich wirklich richtig Probleme. Und auch die Beziehung zwischen Rain und Colt hat mir so meine Probleme gemacht. Was aber, glaube ich, auch eher daran lag, dass ich mit dem Charakter von Colt sowieso meine Probleme hatte. Aber diese Beziehung kam bei mir nicht wirklich an. Also das, was diese Beziehung auch vermitteln sollte und dieser Kampf, den die beiden da quasi in dieser Beziehung auch miteinander austragen, das kam bei mir irgendwie alles nicht an und das fand ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, das ist mein persönliches Empfinden. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, dass es wirklich ein tolles Jugendbuch ist und Spaß gemacht hat zu lesen. Und ich möchte den zweiten Teil auf jeden Fall lesen. Ich möchte ja wissen, wie das Ganze weitergeht. Was ich auch mal sagen möchte, ist, dass es in diesem Buch natürlich auch noch ein magisches Element gibt. Also es gibt die Dunkelseelen und die Lichtseelen und Rain hängt irgendwie so da dazwischen. Und die Dunkel- und Lichtseelen bekriegen sich natürlich. Und Rain muss sich für eine Seite entscheiden und muss sich entscheiden, ob sie sich den Lichtseelen anschließen will oder den Dunkelseelen. Wieso, weshalb, warum sie das machen muss, verrate ich euch nicht. Das erfahrt ihr dann auch, wenn ihr dieses Buch lest. Ich muss nur sagen, dass der Ansatz mir mit diesem magischen Element, mit diesen Seelen, Dunkelseelen, Lichtseelen, mit diesen Seelenpartnern, den Bianca hier beschrieben hat, dass mir der Ansatz wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Es war eine schöne, interessante Geschichte auch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Mein Fazit zu Soulmate ist, dass es eine richtig schöne Jugend-Fantasy-Geschichte ist, mit einem etwas anderen Ansatz, was diese Seelen betrifft und diese Seelenpartner. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne Jugendbücher lest, schaut es euch auf jeden Fall mit an. Das zweite Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Mystic City, das gefangene Herz von Theo Lawrence. Das ist eins der Bücher, was die Niki mir aufgetragen hat, was ich dieses Jahr unbedingt noch mitlesen sollte, weil sie es so toll fand. Und was soll ich sagen, ich habe Mystic City gelesen und ich fand es wirklich richtig gut. Es war eine ganz, ganz tolle Geschichte und sie war ganz anders, als wie ich das erwartet hätte. In diesem Buch geht es um Arya und allein der Name Arya. Ja, ich finde den Namen so cool. Seit Game of Thrones mag ich den Namen Arya total. Und ja, in diesem Buch geht es um Arya und Arya lebt mit ihrer Familie hoch über den Dächern Manhattans in den Horsten. Bei dem Wort Horst, ne, da muss ich immer lachen, weil ich dann immer an Horst denken muss, wie der Name Horst und nicht der Horst wie ein Horst halt. Aber lassen wir das. Naja, auf jeden Fall lebt Arya mit ihrer Familie in den Horsten hoch über den Dächern Manhattans. Denn in der Welt, in der Arya lebt, ist es so, dass die Polarkappen geschmolzen sind und alles überschwemmt wurde und das Leben so richtig auf der Erde nicht mehr möglich ist. Und so lebt die reiche Bevölkerung hoch oben in den Horsten und genießt quasi dort das Leben und die armen Leute müssen halt unten quasi in den Slums leben, irgendwie mit dem Wasser klarkommen und gucken, dass sie ihr Leben irgendwie gelebt kriegen. Und zu Beginn der Geschichte ist es so, dass Arya nichts mehr weiß. Sie hat komplett ihr Gedächtnis verloren. Ihre Eltern haben ihr erzählt, sie hat Drogen genommen, was diesen Gedächtnisverlust ausgelöst haben. Und haben ihr erzählt, dass sie verlobt ist mit Thomas. Und für Arya ist das alles irgendwie nicht so greifbar, denn sie kann sich weder an ihren Verlobten erinnern, noch an irgendwas anderes, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Und ja, so versucht Arya erstmal ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Und irgendwas stimmt nicht und das spürt sie, denn es lässt ihr keine Ruhe. Sie hat den Drang da danach, in die Tiefe zu gehen und dort unten irgendwas zu finden. Und als sie dann eines Tages auf Hunter trifft, bestärkt sich ihr Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt. Und so versucht Arya herauszufinden, was in den letzten Monaten ihres Lebens vorgefallen ist, was sie vergessen hat und versucht den Ganzen auf den Grund zu gehen. Mehr möchte ich zum Inhalt an dieser Stelle auch nicht verraten. Ich kann nur sagen, dass man hier quasi von der ersten Seite an als Leser weiß, was mit Arya passiert ist oder man erahnt, was mit ihr gemacht wurde. Also man weiß es jetzt nicht im Detail, aber man ahnt, was mit ihr gemacht wurde und was im Vorfeld passiert ist.
Und das finde ich mal einen ganz, ganz spannenden Ansatz in der Geschichte, dass wir als Leser wissen, was los ist, die Protagonistin aber nicht. Und wir mit der Protagonistin halt herausfinden müssen, was los ist und wie sich die Puzzlestücke dann halt so zusammensetzen, dass es dann ein großes Ganzes ergibt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend beim Lesen und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten hat mir die Handlung wieder richtig gut gefallen. Also dieses Buch ist ja eine Dystopie mit so einem magischen Ansatz auch. Also wir haben ja auch Magie mit drin in dieser Geschichte. Es gibt in dieser Welt Mythiker, die Magie wirken können auf verschiedene Arten und Weisen. Und das fand ich wirklich richtig cool in der Geschichte. Das hat dem Ganzen nochmal so das gewisse Etwas verliehen. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Also die Handlung hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte den Verlauf der Geschichte auch total. Wie gesagt, diese Plot-Twists in dieser Geschichte kamen man jetzt nicht so überraschend, da man es halt ja quasi von der ersten Seite als Leser schon erahnt hat. Und ja, aber es war aber trotzdem cool, diese Geschichte zu lesen und das Ganze mit Aria herauszufinden. Und es waren einige Sachen dann doch anders, als man es vermutet hat. Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass mir Aria als Protagonistin in diesem Buch wirklich gut gefallen hat. Ich mochte ihre ganze Art und Weise. Sie lebt ja in den Horsten und steht ja über den Dingen quasi, denn ihr Vater ist einer der Mafia-Bosse der Stadt quasi und somit ist sie eigentlich prädestiniert. Aber Aria ist trotzdem ein ganz normales, bodenständiges Mädchen und ist für Gleichberechtigung und mag keine Ungerechtheiten. Und das hat sie natürlich in dieser ganzen Welt von diesen ganzen reichen Leuten, die denken, sie sind sonst wer, absolut sympathisch gemacht. Und auch Hunter hat mir in diesem Buch richtig gut gefallen. Ich konnte seine ganzen Handlungsweisen und Ansätze in der Geschichte wirklich gut nachvollziehen. Ich konnte verstehen, wieso, weshalb, warum er was gemacht hat. Nur zum Ende hin, diese eine Sache habe ich absolut nicht verstanden. Habe ich mir gedacht, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, dann wäre das alles nicht so schlimm. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall musste er das ja tun in der Geschichte, damit die Handlung weitergeht. Aber lassen wir das. Naja, auf jeden Fall ansonsten konnte ich Hunters ganze Art und Weise auch nachvollziehen. Und ich finde auch Hunter als Charakter wirklich ganz, ganz toll in diesem Buch. Ich mochte auch die Nebencharaktere. Ich fand, dass die alle ihre Rollen sehr, sehr gut gespielt haben. Sei es jetzt die reiche, zickige Freundin oder das arme Dienstmädchen, was so ihre Geheimnisse hat. Oder halt auch der beste Freund von Hunter. Ich muss auch sagen, dass ich von den Nebencharakteren ihre Eltern wirklich gut fand. Also die haben auch perfekt ihre Rolle gespielt, die sie spielen sollten. Und das ist richtig gut transportiert worden in dieser Geschichte. Und das hat mir auch mega gut gefallen. Das von den Charakteren kann ich auch nicht meckern. Vom Setting befinden wir uns ja in dieser Urban-Fantasy-Welt. Also es ist ja New York, wo das Ganze spielt vom Setting her. Und ich liebe New York als Setting, das wisst ihr. Und ein untergegangenes, überschwemmtes New York, das ist wirklich richtig cool gewesen und es hat so viel Spaß gemacht zu lesen, denn man kann sich das Ganze wirklich richtig gut vorstellen, da man ja dieses Original New York hat, da muss man sich das Ganze überschwemmt vorstellen mit selbst angelegten Stegen und Gondeln und Booten und also ich fand das Setting einfach wahnsinnig toll und ich habe es total gemocht. Ich fand auch die Beschreibungen und Umschreibungen in diesem Buch wirklich richtig gut. Ich fand sie passend, sie war nicht zu viel, sie war nicht zu wenig. Das war eine gute Mischung in der Geschichte und ich mochte es total. I like. Der Schreibstil von Theo Lawrence hat mir auch wirklich gut gefallen. Es ist ein schöner, leichter, lockerer Jugendbuchschreibstil. Und ich bin ja bei Büchern von Männern immer so ein bisschen skeptisch. Gerade wenn da so eine Love Story mit drin vorkommt, ob das Ganze denn auch richtig transportiert werden kann. Und ich finde, Theo Lawrence hat das Ganze wirklich richtig toll gemacht. Und ich finde, er hat auch die Charaktere wirklich gut beschrieben und auch die ganzen Verhaltensweisen der Mädels hat er gut herausgearbeitet. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Wie gesagt, da habe ich bei Männern immer so ein bisschen Angst, dass das in die Hose geht. Weil Männer ja nun mal teilweise wirklich ganz anders ticken als Frauen. Aber Theo Lawrence hat das wirklich ganz, ganz toll gemacht und ich fand seine ganze Art und Weise, die Geschichte zu erzählen, wirklich toll. Und ich habe mir den zweiten und den dritten Teil jetzt auch schon bestellt und rangeschafft, dass ich das auf jeden Fall noch weiterlesen kann. Denn Mystic City ist so eine Reihe, wo es den zweiten Teil und den ersten schon gar nicht mehr zu kaufen gibt in der Handlung. Wer von euch jetzt den dritten noch nicht hat und lesen möchte, wer von euch den ersten und den zweiten Teil schon zu Hause haben sollte und wem der dritte Teil noch fehlt, der sollte bei Thalia im Onlineshop gucken, denn die verkaufen gerade die gebundene Ausgabe für 5,99 im Ausverkauf. Also da habe ich sie mir nämlich auch jetzt noch geschnappt. Fand ich mega cool. Ich suche den dritten Teil und finde ihn dort für 5,99. Juhu! Habe ich mich gefreut. Ansonsten freue ich mich jetzt darauf, wie die Geschichte weitergeht, denn die Geschichte hat natürlich ein offenes Ende und es ist hier am Ende wirklich sehr, sehr viel passiert. Es sind viele Leute ums Leben gekommen und ich bin gespannt, wie jetzt die Dynamik auch im zweiten Teil ist, dadurch, dass halt auch so viele gestorben sind. Und ja, ich freue mich, die Geschichte weiterzulesen und bin gespannt, was Aria und Hunter noch alles erleben. Und ich werde euch natürlich berichten, wenn ich die Bücher gelesen habe.
Und ja, an Niki kann ich nur sagen, danke liebe Niki für eine weitere wahnsinnig tolle Buchempfehlung. Das waren meine zwei zuletzt gelesenen Bücher. Wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.